Gott der Vater, der Antichrist ist nun bereit, sich zu offenbaren. Mittwoch, 7. August 2013, 18.50 Uhr. Meine liebste Tochter, die Welt muss sich auf die Ankunft des größten Feindes der Menschheit, seit meine Kinder auf diese Erde Wohnstatt erhielten, vorbereiten. Der Antichrist ist nun bereit, sich zu offenbaren, und sein Plan ist folgender. Er wird warten, bis überall Kriege wüten. Dann wird er einschreiten und einen falschen Frieden schaffen im Staat Israel, indem er Israel mit Palästina verbinden wird in einer ungewöhnlichen Allianz. Lieberman wird ihn überschwänglich mit Lob überschütten. Er wird da nicht Halt machen, denn er wird sich auf einen Frieden zubewegen, der viele erstaunen lassen wird, und der wird Verhandlungen über Friedensabkommen in vielen vom Krieg zerrissenen Ländern führen. Und wiederum wird er gelobt und dann bewundert werden, mit einer außergewöhnlichen Zuneigung von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. Dann wird alles bestens scheinen. Sehr bald wird er sich in der Menschenfreundlichkeit engagieren und er wird sich mit den wichtigsten Banken der Welt zusammenschließen, um ein neues, leistungsstarkes Finanzinstitut zu schaffen. Viele Unternehmen und Politiker werden in seine vielen Pläne verwickelt sein. Bald wird ein neues Monstrum geschaffen werden, im Namen des Anschubs der Weltwirtschaft. Dies wird das neue Babylon sein, das Zentrum aller Macht, aus dem heraus die Weltelite und die Reichen Handel treiben werden. Es wird als der Ausgangspunkt großartiger Botschaften angesehen werden, derart, dass die Menschen in jeder Hinsicht profitieren würden, angefangen bei den Arbeitsplätzen bis hin zu den Häusern, in denen sie leben, und den Lebensmitteln, mit denen sie ihre Familien ernähren. Aller Ruhm wird den Antichristen umgeben. Dann wird er zusammen mit dem falschen Propheten eine globale Partnerschaft schaffen, die als die größte humanitäre Initiative vorgestellt werden wird. Die Welt wird diesem neuen Babylon applaudieren, und jeder wird lautstark versuchen, in seiner Mitte auch nur ein wenig Fuß zu fassen. Das neue Babylon, so wird allen erzählt werden, sei hochzupreisen als das große Eine, um die Umwelt zu fördern, die Mutter Erde zu umarmen und die Welt aus der Armut zu befreien aufgrund der Reichtümer, die sich aus seinem abscheulichen Mund ergießen werden. Wenn dies stattfindet, wird die Hand meines Eingreifens die Welt um ihre eigene Achse drehen. Ich halte mich nicht bereit, ohne meine Kinder vor den Konsequenzen zu warnen, wenn sie dieses in den Tiefen der Hölle geschaffene und der Menschheit zugefügte Gräuel mit offenen Armen annehmen sollten. Meine bedeutsamen Zeichen werden all jenen gegeben werden, die diese Beleidigung in meinen heiligen Namen mit offenen Armen annehmen und akzeptieren werden. Ich werde die Welt erschüttern, und sie wird kippen. Kein Mensch kann mein Eingreifen ignorieren. Dann werde ich Feuer auf ein Drittel der Erde werfen. Bald wird Hungersnot erlebt werden, aber nicht durch meine Hand. Es wird durch die absichtliche Verseuchung der Erde durch den Antichristen sein. Während er und seine Kohorten ahnungslosen Menschen in vielen Ländern Boshaftigkeiten zufügen, werde ich zurückschlagen. Obwohl dieses Leiden schwer zu ertragen sein wird, habt keine Angst, Kinder, denn es wird kurz sein. Meine Liebe zu euch alle ist groß, aber meine Gerechtigkeit ist schnell und meine Strafe gewaltig. Ihr dürft nicht akzeptieren, was man euch unterbreitet. Wenn ihr seht, dass der Mann des Friedens, der Antichrist, Auszeichnungen und Preise erhält für seine großen Werke in vom Krieg zerrütteten Ländern, dann wisst, dass mein Eingreifen nahe ist. Ihr müsst jederzeit in Gemeinschaft mit meinem Sohn, Jesus Christus, bleiben und beten, dass euch in den Zeiten der Prüfungen, die vor euch liegen, von treuen Priestern und Geistlichen die Sakramente zur Verfügung gestellt werden. Mein Wille wird geschehen. Nichts kann noch wird verhindern, dass der letzte Bund, wo mein Sohn in Frieden herrschen wird, erfüllt wird. Euer geliebter Vater, Gott der Allerhöchste.